Moin Moin, willkommen in der Garage. Ja, heute nur noch mal ein kurzes Vorstellungsvideo vom neuen Projekt. Ich hoffe, ich kann morgen anfangen damit, weil es sind schon wieder 32 Grad draußen. Ich war eben beim Recyclinghof, alten Tankreiniger wegbringen, die alte Heißluftpistole, die kaputt war, wegbringen. Und ja, und bin froh, im Moment in der Garage ist es noch kühl. Wir gerade mal gucken, wie viel Grad zeigt hier das Thermometer. 19, kann ich zwar nicht ganz glauben, aber dann soll es so sein. Ja, einmal kurz das neue Projekt vorstellen. Wie gesagt, morgen will ich damit anfangen. Heute ist erstmal nur einmal gucken, Bestandsaufnahme. Und dann geht's los. Ja, das ist eine Batavus HS60. Wir haben die früher liebevoll Bratwurst genannt. Die hat einen Sachs 5052, wie ja damals auch einige andere Mopeds von Batavus. Das ist jetzt die HS60, es gab auch eine HS50. Die ersten Modelle der HS50 sahen noch ein bisschen anders aus und hatten den Laura M48 Motor drunter. Dann kam die Generation, die sahen genauso aus wie diese hier, hatten aber den Laura M56 Motor drunter. Und dann gab es die HS60 mit dem Zweigangmotor. Ja, es ist eigentlich viel aus dem Baukasten von Sachs. Es sind die Räder drin. Es ist der Motor drin. Wie das damals halt eben viele Hersteller gemacht haben. Die haben irgendwie einen Rahmen gebastelt und dann ein bisschen umgestrickt. Ich zeige euch gleich mal noch mal genaueres. Ja, also man sieht, dass das im Prinzip auch ein Rohrrahmen ist. Hier hat man einfach nur so eine eckige Verkleidung noch mal dran geschraubt. Hier genau das gleiche. Das ist ein Rohrrahmen, der hier. Da kommt normalerweise eben halt der Sattel drauf. Und dann haben sie hier auch noch so eine komische Blechverkleidung gemacht. Die sieht hier, ich dachte erst, das wäre völlig verbeult, aber das ist tatsächlich so ulkig geformt. Ist auf beiden Seiten exakt identisch. Ja, hier drunter ist ein Werkzeugfach und dann haben die im Prinzip nur von hier vorne eine Strebe, worauf auch der Tank befestigt ist, hier hinten in den Gepäckträger übergehen lassen. Der hat eine Halterung für die Sitzbank und fertig war das Moped alternativ zu den damals, was gab es, Peugeot TSA hatte diese Form, die Zündapp ZD25 hatte diese Form. Es gab ja einige Mopeds, die in der ersten Zeit praktisch so umgebaut waren und dann war hier unten eben halt dieses hässliche Loch. Bei der Zündapp ZD25 kam dann eine Generation später die ZD50. Da haben sie dann hier einfach so ein Plastikding reingebaut. Ist zwar nur Plastik gewesen, sah aber um Längen besser aus als dieses Loch hier. Ja, das Ding stand ewig rum. Und soll jetzt wieder zum Leben erweckt werden. Also das Ding stand wirklich ewig. Der Tank ist von innen extrem rostig, wirklich extrem. Es ist aber noch Sprit drin, also hat er kein Loch. Aber ich weiß gar nicht, wie viel Sprit da drin ist, muss ich gleich mal gucken. Muss ich mal gucken, ob ich noch in meinem Altbenzinkanister genug Platz habe, um da was reinzukippen. Der Besitzer hat auf jeden Fall Papiere dafür. Und das Ding ist komplett und original. So, dann gucken wir mal ein bisschen uns das Ganze im Detail an. Also im Prinzip ein Mofa wie alle anderen auch. Hier ist ein
hängt die Tachowelle. Die ist hier mit Isoband festgetüdelt. Und ich weiß auch warum. Es fehlt der Tachoantrieb. Aus was für Gründen auch immer. Das finde ich hier schon ziemlich. Hier passt man gerade den Fingernagel zwischen Reifen und Schutzblechstrebe. Und ich dachte erst, es ist verbogen. Aber auf der Seite ist das nicht viel anders. Also wenn der Reifen nur eine kleine Unwucht hat, das ist ein bisschen knapp bemessen, finde ich. So, hier haben wir den üblichen 5052. Welche Type das genau ist, kann ich jetzt nicht sagen. Dann haben wir hier, der scheint sogar noch fest zu sein, hier der Krümmerstutzen. Das ist ja so ein leidiges Drama bei diesen Motoren. Und ich meine, diese Motoren, die sind ja millionenfach verbaut worden. Die sind ja, Hercules hat die verbaut, logischerweise. KTM hat die verbaut, Peugeot hat die verbaut, Batavus hat die verbaut. Ohne Ende Hersteller haben diese Motoren verbaut. Und es ist auch nicht so, dass diese Motoren schlapp sind, aber ich finde diese Konstruktion einerseits mit dem horizontal geteilten Motorgehäuse ist gar nicht schlecht. Andererseits sind da so ein paar Sachen, dieser einteilige Zylinder, dieser Sackzylinder, frage ich mich, was haben die sich dabei gedacht, wozu? Das ist, ja, also ich sehe da überhaupt keinen Sinn drin. Und was mich auch immer furchtbar nervt, dass die Dinger haben ja keine Getriebeölablassschraube. Das heißt, es gibt zwar hier unten eine Sechskantschraube, viele drehen die auch raus zum Ölwechseln, aber das ist die Schraube, die von unten das Widerlager für die Schaltgabel ist. Und wenn ich dann versehentlich einen Gang einlege oder den Schalthebel bewege, dann rutscht die weg und dann kann ich den Motor auseinandernehmen oder versuchen, das so wieder irgendwie hinzupröbeln. Das da unten ist definitiv keine Ölablassschraube, auch wenn es hunderte von Leuten immer wieder behaupten. Und dann den Motor hier so auf die Seite zu kippen, das ist letzten Endes bei vielen Sachs-Motoren so, dass die im Kupplungsdeckel eine zweite Ölablassschraube haben, weil der Übergang zwischen Kupplung und Getriebe ist höher als praktisch der Ölstand. Das heißt, das Öl, was ich muss einmal in der Mitte aus dem Getriebe rauslassen und einmal aus der Kupplung. Das ist bei vielen Sachs-Motoren so, das finde ich einfach blödsinnig. Ja, genauso wie bei vielen anderen auch. Hier ist allerdings der Ständer. Weiß ich nicht, das sieht hier schon ein bisschen verbogen aus alles. Der ist also nicht so. Mal gucken, ob wir den nochmal gerade biegen können, den Ständer. Aber das kennen wir ja generell bei den Mopeds. Ja, das ist alles ziemlich verbogen. Mal sehen, ob ich das nochmal gerade kloppen kann. Weil der Ständer ist hier. Ja, das Ding steht man gerade eben so. Aber Kettenrad hinten. Oh, der Haifisch, der hat Zähne. Die Kette ist auch ziemlich rostig. Und vor allen Dingen, es ist echt wirklich. Der Besitzer hat sie hier rüber geschoben und hat gesagt, Mensch, und die schiebt sich so schwer. Ja, die Kette hier, die ist so stramm, die hat einer unheimlich festgeballert. Ich weiß nicht warum, aber die hat null Spiel. Ich kann euch das mal auch mal demonstrieren. Da kann ich ja das hohe C drauf stimmen auf der Kette. Ja, Tank gucken wir uns gleich nochmal an. Ansonsten die üblichen Sachen aus der Zeit. So einen kleinen, nennt er sich ja immer Sportscheinwerfer, ein Tacho, Lichtschalter und Killschalter da oben. Hier übliche Magura-Geschichten. Einmal Deko und da drüben einmal den Kaltstarter. Hier sieht man schon, es ist falsch zusammengebaut. Man sieht hier richtig dieses blaue Blech hier. Das gehört von oben rauf
und nicht das Plastik über das blaue Blech. Aber egal, hier hinten, klar, ein bisschen Rost. Die Reifen sind natürlich auch porös. Aber es geht eben halt erstmal um eine Bestandsaufnahme. Ob der Motor mit Fremdbenzin läuft, ob der Tank noch zu retten ist. Das sind im Grunde genommen so diese Sachen, die jetzt auf dem Plan stehen. Der Auspuff, ja, Gott. Für das Alter sieht er noch ganz manierlich aus. Ich will gerade mal gucken, kann ich hier ein Baujahr erkennen? Ja, 1980. Die wurde so von Ende 70er bis Anfang 80er wurde die gebaut. Die Sitzbank hat hier ein ganz kleines Loch. Ist halt dem Alter geschuldet. Aber ansonsten ist eigentlich alles dran. Oh, hier steht sogar dran. Schok. Oh. Ja, also alles nichts Großartiges, aber ich habe schon gesehen hier ein Ölfleck. Wo tropft sie? Ist eigentlich nicht so richtig zu sehen. Was ist da drunter? Oh, könnte natürlich hier hinter die Dichtung sein. Kann aber auch sein, dass ich das hier irgendwie von der Ciao, als ich da noch rumgekleckert habe, dass da noch irgendwas war, was ich vergessen habe, sauber zu machen. Ja, so weit, so gut. Und jetzt gucken wir nochmal in den Tank rein. Ja, das lässt natürlich immer schon hoffen. Und wenn wir hier mal reingucken, kann man natürlich jetzt wieder schlecht sehen. Aber da ist ganz schön Rotz drin. Das ist immer so blöd, Taschenlampe, aber da ist ganz schön Rost drin. Jetzt will ich aber mal sehen, weil den muss ich ja auch wieder entrosten, ob hier mein Tauchsieder passt. Tankreiniger funktioniert ja am besten, wenn er heiß ist. Und man kippt das dann immer mit heißem Wasser auf, aber das kühlt natürlich irgendwann wieder ab. Und je länger die Suppe heiß bleibt, desto besser ist die Wirkung. Und er passt. Wie geil ist das denn? Ja, dann werde ich mal, also wie gesagt, ich fange morgen damit an. Das Video kommt dann am nächsten Wochenende. Sprit ablassen, Tank entrosten. Mal gucken, wie sieht's im Zylinder aus, Kerze raus. Mal mit dem Endoskop kurz reingucken. Gucken, ob sie mit Fremdbenzin überhaupt anspringt, bevor wir hier irgendwelche weiteren Geschichten machen. Ja, die übliche Bestandsaufnahme und dann wird der Besitzer entscheiden. Dann mache ich eine Liste, was meiner Meinung nach erstmal gemacht werden muss, um da draußen brauchbares Mofa zu machen. Und dann mache ich eine Liste und dann entscheidet der Besitzer, wie es weitergeht. So, und jetzt mache ich aber diesen Deckel hier ganz schnell wieder zu. Weil ihr wisst, glaube ich, alle, wie alter Sprit stinkt. Ich wollte gerade noch mal gucken. Ach, Nummernschild ist keins mehr dran. Aber ich denke mal, die stand mindestens 10 Jahre. Ich sehe hier meine Kamera, muss ich schieben. Mindestens 10 Jahre. Müsste ich aber noch mal genau in Erfahrung bringen, wie lange die steht. Aber immerhin, sie stand scheinbar trocken. Und mal gucken, wenn der Tank, der ist noch halb voll, das könnte natürlich sein, dass nur oberhalb dann Rost ist, so wie es bei der Ciao ja auch gewesen ist, und unterhalb der Tank noch ganz in Ordnung ist. Ist eben die Frage, ist der Benzinhahn noch brauchbar? Ist da, wie sieht es alles aus? Das werden wir alles sehen. Und ja, bis dahin. Mir ist es heute hier auch zu warm. Also hier müsste man wirklich nur im T-Shirt schrauben. Selbst im kurzärmeligen Hemd ist mir das jetzt hier viel zu warm. Ja. Achso, ja. Und dann wollte ich eventuell demnächst mal vielleicht mal einen Live-Chat machen. Livestream. Weil in letzter Zeit sehe ich immer mehr Videos von irgendwelchen Leuten, die immer nur meinen Tuning, 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 Tuning. Alles nur Tuning. Und ich habe da ja, wie ihr wisst, eine andere Meinung. Ich
freue mich über alles in Original, weil ich gesagt habe, wem Mofa zu lang ist, langsam ist, der soll sich einen Moke kaufen. Wem das zu langsam ist, der soll sich einen 125er kaufen oder einen Tausender oder was auch immer. Aber lass doch die Dinger, mach die nicht alle kaputt. Und immer kommt das dumme Argument, ja, Originale gibt's noch genug. Zeig mir mal eine Originale. Sieht man euch jetzt schön an Schwalbe. Versucht doch mal irgendwie überall Schutzblech abgesägt und irgendwie, und die fangen ja jetzt an, Schwalben tiefer legen, wie beim Auto. Die einzigen, die ganzen Leute kaufen sich irgendwie, was weiß ich, so ein VW Scirocco oder Toyota oder irgendwas und tiefer legen, breite Reifen drauf, Brüllauspuff. Wie langweilig ist denn das? Lasst euch doch mal ein bisschen was einfallen, wenn ihr sowas macht. Aber wie gesagt, Tuning, ich finde es absoluten Schwachsinn. Noch dazu, jeder, der auch wirklich Erfahrung hat mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, der sagt, ja, klar, man kann die Dinger auf Geschwindigkeit bringen. Stelle ich ja selber auch nicht in Abrede. Aber die sagen alle, der Rahmen leidet, die Bremsen sind meistens zu knapp. Dann wird manchmal ja umgerüstet auf Scheibenbremse und hast du nicht gesehen. Aber der Verschleiß ist dann so enorm, ja, dann kannst du 3-4 Mal damit fahren und dann ist das Ding eigentlich im Arsch. Weil die Dinger sind einfach dafür nicht ausgelegt. Und warum auch? Wenn mir 25 zu langsam sind, dann kaufe ich mir einfach kein Mofa. Fertig. Ja, gut. Aber darüber habe ich mich schon oft genug aufgeregt. Also, dann bis zum nächsten Mal, wenn es mit der Bataurus losgeht. Tschüss.